Evelyn Mollig Werner ging, auch oder gerade als heterosexuelle Frau in den 70er Jahren in die Schwulenszene. Nicht nur auf Mykonos genoss sie das, denn ihr Stammlokal war das Motto im 5. Wiener Gemeindebezirk, eröffnet 1973. Ein Jahrzehnt später spielte sie auch im Schwulenfilm Wiener Brut mit. Was bedeutete das Motto in den 70er Jahren? Ich hätte hier eigentlich einen Meldezettel ausfüllen müssen. Motto war für uns damals wirklich Highlife. Es waren tolle Leute hier und es war eines der ersten Schwulenlokale, die nicht unbedingt ein finsteres Kellerloch waren. Allerdings hat das Motto etwas gehabt, was diese anderen Lokale durchaus auch hatten. Man musste draußen klingeln, ist durch ein Guckerl begutachtet worden und dann durfte man rein. Ja, und dadurch war es eigentlich eine geschlossene Gesellschaft. Nur im Vergleich zu den anderen Lokalen ist das Motto dann immer offener und offener geworden. Dann kam auch eine gewisse Bewegung von wegen, geh mal Schwule schauen. Und dadurch ist dann das Motto ein sehr gemischtes Lokal geworden, was es anfangs nicht war. Was mich damals am Anfang verwundert hat, und ich habe es nicht ganz kapiert, war, wann immer es an der Tür geläutet hat, haben sich alle umgedreht, wer kommt jetzt rein? Erst einige Zeit später habe ich mitgekriegt, was eigentlich los war. Man muss sich überlegen, damals ist der Schwulenparagraf circa 1,5 Jahre lang gefallen gewesen. Aber man musste nach wie vor mit massiven Razzien rechnen. Und die haben hier stattgefunden, speziell kurz nach der Eröffnung. Wie liefen solche Razzien ab? Da hinten hat es früher eine kleine Bar gegeben, das Motto hat ganz anders ausgeschaut. Und da hinten saß ein Pärchen, ein schwules Pärchen, und die haben Händchen gehalten und dann kommen zwei rein in Zivil und es fängt eine Rangelei an, eine leichte, zwischen dem Polizisten und speziell dem einen, dieses schwulen Pärchens. Und es kommt zu Handgreiflichkeiten, worauf der Schwule sagt, geben Sie mir Ihre Dienstnummer, ich zeige Sie an. Macht wirklich eine Anzeige, wird dann anlässlich dieser Anzeige vorgeladen und dann sagt man ihm, obwohl alle anderen haben ihn beschwichtigt, um Gottes Willen, bitte mach doch keine Anzeige. Nein, sagt er, das lasse ich mir nicht gefallen, ich mache die Anzeige. Wird vorgeladen und bei dieser Vorladung heißt es dann, sagen Sie mal, Ihr Freund, der ist doch in einer Bank angestellt. Ja, sagt er. Naja, aber gibt's in dieser Bank nicht auch jede Menge junge Lehrbuben? Worauf der sagt, ja. Na, dann würde ich mir doch im Sinne der Karriere Ihres Freundes überlegen, ob ich diese Anzeige nicht doch zurückziehen würde. So geschehen. Die zweite Sache war bei einer anderen Razzia. Kommt ein führender Herr der Bezirksvorstehung und regt sich wieder auf und man macht ihn darauf aufmerksam, ja, aber bitte Herr so und so, der Paragraph ist doch schon längst gefallen. Seine Antwort war, ja, aber nicht bei uns im Bezirk. Also so war die offizielle Einstellung, obwohl gesetzlich schon längst geregelt. Mittlerweile gilt das Motto nicht unbedingt primär als Schwulenlokal. Nur das Motto war dann eines der Lokale, das immer offener geworden ist und da hat dann wirklich stattgefunden eine Mixtur, dass sogenannte Normale in die schwule Szene reingekommen sind und dann auch eine gewisse Akzeptanz daraus entstanden ist. Am Anfang hat es noch geheißen, geh mal Schwule schauen. Und dann war aber die Sensation gar nicht so groß. Abgesehen von, das war auch lieb, da hat einer, den wir alle die Wätscherer genannt haben, hier am Ende des Lokals einen wunderbaren Strip hingelegt. Allerdings nicht total Strip, sondern halt nur so. Und ein Mann sagt zu seiner Frau, schau dir das an, da kannst du noch was lernen. Also so war das damals. Es war hier auch ein Prominentenlokal, von Bernstein angefangen über, ich erinnere mich noch an einen Geburtstag, da hat mir sogar der Nureyev gratuliert. Ja, und das war das Motto, aber der Nureyev und der Bernstein sind genauso behandelt worden wie alle anderen.
Gab es damals auch politische Bewegung? Es gibt etwas, was mich damals sehr verwundert hat und eigentlich bis heute wundert. Und zwar ist es Folgendes. Es war damals ja auch parallel dazu die Frauenbewegung. Und da ist so der Gedanke zwischen einer Freundin, die eine ähnliche Position gehabt hat, eigentlich noch eine wichtigere Position in der schwulen Szene als ich, kam man die Gedanken hoch, ja, Moment einmal, wenn sich jetzt Frauen und Schwule auf ein Backel, wie man auf schön Wienerisch sagt, zusammenhauen, dann würden wir doch die Mehrheit erbringen und könnte dadurch doch viel mehr bewirken. Nur das wurde sonderbarerweise von beiden Seiten abgelehnt. Also diese Majorität, die man dadurch gehabt hätte, war dann offensichtlich nicht gewünscht, obwohl es teilweise durchaus um die gleichen Anliegen gegangen wäre. Aber das hat nie stattgefunden.